Und den Besuch von Angela Merkel in Brüssel, den hat Barbara Wesel für uns aus nächster Nähe beobachtet. Frau Wesel, sind denn da europäische Funken heute gesprüht von Angela Merkel nach Europa und wieder zurück? Naja, Angela Merkel hat ihr Bestes getan, sagen wir es mal so. Wir wissen ja, dass sie nicht die Meisterin der großen Worte ist und Pathos liegt ihr schon überhaupt nicht. Das ist nicht ihr Stil, aber sie hat sich wirklich Mühe gegeben, hier so ein bisschen Leidenschaft überspringen zu lassen. Europa, mon amour, vielleicht auf Französisch wäre das etwas leichter gegangen, aber in Merkels etwas steifem Deutsch, da kommt es doch immer etwas gewollt daher. Aber natürlich waren alle richtigen und wichtigen Schlagworte drin. Die Gemeinsamkeit, der Zusammenhalt, die Solidarität, dieses Wort, das in den letzten Jahren ja fast ein schmutziges Wort geworden ist, das müsse wieder in den Mittelpunkt zurückkehren. Denn es ist ganz klar, worum sie hier kämpft und wirbt, ist, dass die stärkeren Länder jetzt nach der Corona-Krise den Schwächeren beistehen. Und sie hat da noch einmal an die Wirtschaftsdaten erinnert, die gerade gestern von der Europäischen Kommission verkündet wurden, die Vorausschau. Und da sieht es düster aus, 8,7%. Einbruch in diesem Jahr und im nächsten Jahr wird das nur teilweise wieder herausgerissen und gut gemacht. Also indem sie alles das zusammengepackt hat, appelliert sie im Grunde an die europäischen Mitgliedsländer zu sagen, wir müssen zusammenstehen, Schulter an Schulter. Allein sind wir verloren, nur gemeinsam sind wir stark. Einfache Botschaft, aber natürlich schwer in der Umsetzung. Ja, und eigentlich braucht sie ja auch ganz viel Hilfe, denn die Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft und gerade an Angela Merkel als erfahrene Regierungschefin und als erfahrene Europäerin, die sind ja, sagen wir mal, klein, gigantisch. Ja? Also es soll ja nicht weniger geschafft werden, als mal eben das Budget neu zu verhandeln, aber eben auch diesen riesigen europäischen Wiederaufbaufonds. Wie sind denn da überhaupt die Aussichten? Nun, Angela Merkel, es ist ein Wunder, dass sie noch aufrecht laufen kann. So schwer muss im Prinzip die Bürde der Lasten und der Aufgaben, die man ihr hier aufgepackt hat, so schwer müssen die eigentlich auf ihr wiegen. Aber sie ist ja sehr pragmatisch und sie sagten schon auch wirklich sehr erfahren, sie weiß, wie es geht, sie kennt das Spiel in vielen, vielen Jahren, in vielen, vielen Nachtsitzungen. Insofern, und da sie auch sagt, wir machen jetzt erstmal das Nächste und über die anderen Dinge machen wir uns später Sorgen, konzentriert sie sich jetzt erst einmal auf den Gipfel in der nächsten Woche, wo es um diesen Wiederaufbaufonds geht, wird es 500 Milliarden geben oder gar 750 Milliarden, wie die EU-Kommission und das Parlament gerne möchten. Und verbunden damit eben auch, und das macht die Sache so besonders schwierig, der europäische Haushalt, das sind 1,1 Billion, klingt gigantisch, ist aber über 7 Jahre gestreckt und deshalb in Wirklichkeit gar nicht so furchtbar viel. Aber das Zusammenwirken dieser beiden komplizierten Finanzverhandlungen, wer muss wie viel einzahlen, wer kriegt wie viel raus, auf welche Weise wird das Geld gezahlt, mit welchen Kontrollen, mit welchen Auflagen, muss aus dem Wiederaufbaufonds zum Beispiel zurückgezahlt werden oder wird das Geld einfach an die meistgeschädigten Länder Italien, Spanien so gegeben, also geschenktes, freies Geld, Geld umsonst quasi. Das sind die zentralen Fragen und da wird ein bitterer Streit drüber entbrennen. Wir erwarten mehr als den einen Gipfel in der nächsten Woche. Wahrscheinlich wird man Anfang August vielleicht noch einen zweiten brauchen. Da geht es ja nicht nur um Geld, sondern es geht ja auch um Zeichen von Solidarität. Denn eigentlich ist es ja der Süden, insbesondere Italien und Spanien, die jetzt tatsächlich auch etwas haben wollen. Und die sparsamen vier, die dagegen stehen, das sind ja auch Kulturkämpfe, die da letztendlich ausgefochten werden. Das sind absolut Kulturkämpfe. Der sparsame Norden, die Frugal Four, die sparsamen Vier, an der Spitze die Niederländer, die sozusagen die Sprecher, die informellen Sprecher dieser Gruppe sind, die sagen, so geht's nicht. Wir können doch diesen verschwenderischen Südländern, die in den guten Zeiten eben nicht das Geld auf die hohe Kante gelegt haben, die nicht genug Reformen gemacht haben, die nicht darauf aufgepasst haben, dass sie jetzt besser dastehen wirtschaftlich, wir können doch denen jetzt nicht einfach unser gutes Geld hinwerfen. So ungefähr hören sich diese Argumentationen an. Was Angela Merkel denen entgegenstellt, ist natürlich das zentrale Argument, dass sie sagt, ihr lieben Leute hier im Norden, ihr profitiert, und das gilt besonders für die Niederlande, enorm von der EU, vom Binnenmarkt. Wenn es den nicht gäbe, dann wäret ihr auch arme Kirchenmäuse. Und insofern müsst ihr jetzt einfach mal die Taschen nennen. Die sparsamen Vier werden übrigens in Brüsseler Jargon von den anderen Ländern boshaft schon die geizigen Vier genannt. Also man weiß, worum es hier geht. Der sparsame und ordentliche Norden, der auf sein Geld achtet und seinen Haushalt ordentlich führt, und der schlamperte Süden, der das Geld mit der Schubkarre aus dem Fenster schmeißt. Das ist ungefähr der Hintergrund, auf dem hier verhandelt wird. Nicht einfach. Barbara Wesel, vielen Dank für die Einordnung und die Einschätzung nach Brüssel. Schönen Abend.